Zwischen uns und der Mittagspause steht nach der Absprache der parlamentarischen Geschäftsführer jetzt nur noch die Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU betreffend. Eine Aktuelle Stunde: Obel beschäftigt in Hessen haben Grund zu großer Zuversicht. Sanierungsprogramm Parze ist eine gute Grundlage für die Zukunft. Dazu hat sich zu Wort gemeldet Frau Kollegin Bächle-Scholz für die CDU-Fraktion. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Opel ist ein traditionsreiches hessisches Unternehmen. Für die Region, aus der ich komme, ist es noch viel mehr. Über Ihre Arbeit bei Opel definieren sich bei uns Menschen, Familien, vielleicht sogar Städte, und dies schon über Generationen. Es sind nicht nur die 14.000 direkt bei Opel Beschäftigten, sondern auch viele weitere Menschen, unter anderem die Zulieferer. Ich selbst bilde da keine Ausnahme. Meine Mutter war bei Opel technische Zeichnerin, und die Tochter meines Mannes macht gerade bei Opel eine duale Ausbildung. Jeder kann sich daher vorstellen, welche Unruhe nun über vielen Jahren den Menschen in unserer Region zugemutet und bei ihnen geherrscht hat. Die Frage, wie geht es mit Opel weiter? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Manch einer wird sich noch daran erinnern, wie sehr sich die Landesregierung in 2009 und im Frühjahr 2017 für Opel eingesetzt hat. Dafür vielen Dank. Bei uns haben die meisten Menschen, und dies konnte ich in vielen Gesprächen mit den Beschäftigten erfahren, den Verkauf von Opel durch GM an PSA als eine Chance für die Zukunft gesehen. Aber trotzdem blieb die Frage, wie geht es weiter? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? PACE ist das neue Zauberwort. Denn durch PACE, dem sogenannten Programm zur Zukunftsgestaltung von Opel, wird ein Weg eingeschlagen, dass eine neue Geschichte in dem traditionsreichen hessischen Unternehmen einleiten kann. Mit dem klaren Bekenntnis von Opel und PSA zum Standort Hessen, den Beschäftigten und deren Sachverstand und Kompetenz entsteht diese neue Sicherheit. Beides, die Beschäftigten und ihr Wissen, sind von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Gesamtkonzerns in einem sich stark verändernden Wettbewerbsumfeld. Gleichzeitig ist die Erklärung, das Forschungs- und Entwicklungszentrum zu einem globalen Kompetenzzentrum für den neuen Eigentümer werden soll, ein starkes Bekenntnis zum Standort Rüsselsheim, ein starkes Bekenntnis für die Region und ein starkes Bekenntnis für Hessen. Offenkundig hat die PSA Group den Willen, Opel zu neuen Erfolgen zu führen. Dies begrüße ich ausdrücklich, auch wenn damit noch nicht alle Probleme vom Tisch sind. Jetzt sind Betriebsrat und Gewerkschaften am Zuge, sich in die Weiterentwicklung einzubringen. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Arbeitsplatzsicherheit auch im Interesse des Arbeitgebers liegt. Es ist daher eine gute Botschaft für die Angehörigen und Familien der Beschäftigten der Opel-Standorte, dass beabsichtigt ist, auch über 2018 hinaus betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen und alle deutschen Werke zu erhalten. Und ich begrüße auch ausdrücklich die Bemühungen um eine langfristige Sicherung der Arbeitsplätze. Für meine Region geht es dabei nicht nur um die Arbeitsplätze der derzeitig bei Opel Beschäftigten, sondern auch um die Ausbildung und Arbeitsplätze der nächsten Generation. Mit PACE kann nun Ruhe einkehren, um die vor Opel liegenden enormen Aufgaben zu bewältigen. So ist eine Exportoffensive geplant, mit der bis 2022 rund 20 neue Märkte erschlossen werden sollen. Bereits 2020 soll Opel Vauxhall mit 4 elektrifizierten Modellreihen auf dem Markt vertreten werden. Alle europäischen Pkw-Baureihen sollen bis 2024 entweder mit einem Batterieantrieb ausgestattet oder als sogenanntes Plug-in-Hybrid verfügbar sein. Und ebenso soll die Entwicklung von Brennstoffzellenassistenzsystemen und Technologien zum automatisierten Verfahren vorangetrieben werden. Dies nenne ich Nachhaltigkeit.
Dadurch, werte Kollegen, können sich große Wachstumschancen ergeben, die natürlich auch von der Entwicklung von PSA abhängig sind. Opel, und so sehe ich, muss sich daher unabhängig vom bislang dominanten europäischen Markt werden. Ich nenne nur China, was mit GM nicht machbar war. Opel ist ein innovationsstarkes Unternehmen, das alle Voraussetzungen für eine solche erfolgreiche Entwicklung hat. Jetzt liegt vor der Führungsspitze und den Arbeitnehmern noch eine Menge Arbeit bei der Umsetzung des neuen Programms. Ich bin Frau Kollegin, Sie müssen bitte langsam zum Ende kommen. Dass gerade die Mitarbeiter der Fertigung und in der Forschung Rüsselsheim angesichts ihrer herausragenden Leistungen der letzten Jahre mit Selbstbewusstsein und Zuversicht in die Zukunft blicken können. Ich wünsche viel Erfolg bei den Behandlungen. Nehme Pace im engeren und wahrsten Wortsinn Tempo auf. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bächle-Scholz. Als nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Kollege Decker. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Opel hat wieder eine Zukunft. Das ist eine erfreuliche und wichtige Nachricht für die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer, eine wichtige Nachricht für die Region und eine wichtige Nachricht für den Automobilstandort Hessen und für den Standort in Deutschland. Und für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen die wichtigste Botschaft dabei, dass es keine Werksschließungen und keine betriebsbedingten Entlassungen geben wird. Das heißt, dass die Unternehmensleitung offensichtlich keinen Kahlschlag vornehmen will, sondern vielmehr eine verantwortungsbewusste und vor allem sozialverträgliche Restrukturierung plant. Das, meine Damen und Herren, würden wir uns auch vom Siemens-Konzern wünschen, weil wir gerade die andere Aktuelle Stunde hatten, meine Damen und Herren. Und wenn das alles tatsächlich so vonstatten gehen wird, dann hat Opel die Chance, im PSA-Konzernverbund wieder zu einer erfolgreichen Marke zu werden. Ich will an dieser Stelle nochmals deutlich hervorheben, was uns im weiteren Verlauf des Prozesses für uns Sozialdemokraten besonderen und unverzichtbaren Stellenwert hat. Die weitreichenden und tiefgreifenden Veränderungen, die den Opelanern und Opelanerinnen mit dem Umbau des Unternehmens ins Haus stehen, müssen im Einvernehmen und in enger Kooperation mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften umgesetzt werden. Alles andere wäre für uns ein No-Go, meine Damen und Herren. Für uns steht und fällt damit auch der Erfolg der Neustrukturierung. Wir alle in diesem Hause wissen, dass ein Markenzeichen der sozialen Marktwirtschaft, ein Garant für eine gute Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts, eine starke Mitbestimmung und starke Arbeitnehmervertretungen sind, meine Damen und Herren. Und immer dann, wenn Unternehmensvorstände und Arbeitnehmervertretungen vertrauensvoll, konstruktiv und zukunftsorientiert zusammenarbeiten, dann sind Unternehmen in aller Regel erfolgreich und die Arbeitsplätze gesichert. Aber auch nur dann sind sie in der Lage, aus Krisen und schwierigen Lagen herauszukommen und zukunftsfähige, gute Produkte und gute Arbeit zu bieten. Wie wichtig das ist, können wir gerade bei Volkswagen beobachten, meine Damen und Herren. Wir haben da oben vor den Toren Kassels das zweitgrößte Werk mit fast 17.000 Beschäftigten stehen. Da geht es nicht nur auch in den anderen Standorten weltweit von Volkswagen. Da geht es nicht nur um die Bewältigung des Dieselskandals. Da geht es zusätzlich darum, effizienter bei hoher Qualität zu produzieren und konkurrenzfähig zu bleiben. Und es geht darum, neue Technologien, ich rede zum Beispiel von der E-Traktion, auf den Markt zu bringen und gleichzeitig den digitalen Wandel sozial und arbeitsplatzschonend zu vollziehen. Und durch eine starke Arbeitnehmervertretung bei Volkswagen, die durch harte Verhandlungen zur Standort- und Arbeitsplatzsicherung maßgeblich beigetragen hat, wird dies aller Voraussicht nach auch gelingen. Und genau das wollen wir und wünschen wir uns auch für die Opelanerinnen und die Opelaner in Rüsselsheim und natürlich auch in Bochum und an anderer Stelle. Wir wollen auch anerkennen, dass der neue französische Konzerneigentümer PSA mit der Zusage auf Standortschließungen und betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten den Willen zeigt, verantwortungsvoll mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen.
Wir erwarten jetzt, dass die Anpassung bestehender Tarifverträge sowie anderer betrieblicher Vereinbarungen an die künftige Unternehmensstruktur im Einvernehmen zwischen dem Betriebsrat, den Gewerkschaften und der Konzernleitung geregelt wird, meine Damen und Herren. Und gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung werden wir das auch sehr sorgfältig beobachten und auch in diesem Hause im Rahmen unserer Möglichkeit begleiten. Auch wir begrüßen im Übrigen sehr die Pläne, die CO2-Emissionen der Fahrzeugflotte zu reduzieren und Teile der Modellpalette mit E-Variante anzubieten und dass das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim künftig innerhalb des PSA-Konzernes eine Schlüsselrolle einnehmen soll. All dies, meine Damen und Herren, sind überlebenswichtige Bausteine für Opel und zugleich die große Zukunftschance für Opel, meine Damen und Herren. Und so wie wir von einem Unternehmen verlangen, dass es seine Hausaufgaben zu machen hat, so muss man es auch vom Staat erwarten können. Meine Damen und Herren, konkret geht es darum, jetzt die staatliche Förderung der Elektromobilität zielgenauer und wirksamer zu gestalten. Und dabei geht es nicht nur um die Zukunft von Opel, sondern um die aller Automobilhersteller in Deutschland. Ich rede hier von 800.000 Beschäftigten in der deutschen Automobilbranche, und ich rede von 19.000 Opel-Beschäftigten, meine Damen und Herren. Es geht um Konkurrenzfähigkeit im immer härter werdenden internationalen Markt, um wirtschaftliche Entwicklung und damit um Arbeit und Wohlstand. Und das ist jetzt vor allem auch der Job der Landesregierung, meine Damen und Herren. Da helfen keine wohlfeilen Worte und Glückwunschadressen und Jubeladressen. Da muss jetzt gehandelt werden, und da gibt es auch einiges zu tun. Zum Schluss ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, dass Hessen bei der Energiewende im Ranking der Bundesländer nur auf Platz 14 steht und damit in der Abstiegszone spricht. Bände, meine Damen und Herren, da muss noch kräftig nachgelegt werden. Also auch wir haben hier Ihre Aufgabe, auch diese Landesregierung, ihr Baustein dazu zu bringen, dass es bei den Opelanern bergauf gehen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Decker. Ich erteile das Wort Herrn Abg. Jürgen Lenders für die Fraktion der FDP. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist gut, dass wir im Anschluss an der vorhergehenden Debatte jetzt gleich Opel diskutieren, weil beides gehört aus unserer Sicht ein Stück weit zusammen. Sie haben uns ja eben sozusagen gesagt, wir wären hartnäckig ignorant, was den Klimawandel anbelangt. Und wir sagen Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie eben es nicht isoliert betrachten können, Entscheidungen von Unternehmen, die dann ein Ausfluss ihrer Politik sind, die für mich ein Stückchen eine nahezu Klimahysterie darstellen. Und am Ende sagen Sie, das hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Ich will Ihnen eines sagen, meine Damen und Herren, Opel gehört sicherlich zu den größten hessischen Industrieunternehmen. Und das, was bei Siemens diskutiert wird, das hat für Opel genau die gleiche Bedeutung. Also ich kann hier in diese Freude über die Entscheidungen bei Opel jetzt nicht ganz so einstimmen. Und das hat einen einfachen Hintergrund, meine Damen und Herren. Warum haben denn die Amerikaner, warum hat General Motors nach 90 Jahren denn das Unternehmen abgegeben, wo es dann damals bei der Übernahme von Magna z.B. immer hieß, das ist ein ganz fester Bestandteil des General Motors-Konzerns. Was hat sich denn geändert? Das sind die CO2-Grenzwerte der EU, die ab 2020 gelten. Und General Motors hat sich gefragt, gibt es nach 2020 noch ein Geschäftsmodell für General Motors in Europa, ja oder nein? Und General Motors hat gesagt, es ist der Moment, auszusteigen. Dann haben wir Glück gehabt, weil die Opel-Mitarbeiter auch eine hervorragende Arbeit abliefern, und dann hat PSA gesagt, wir steigen dort ein. Aber, und das sagen auch Analysten, die Lage ist extrem ernst und extrem gefährlich. Denn der PSA-Sanierungsplan sagt im Grunde, wir werfen die Opel-Plattformen und Opel-Motoren raus und bauen französische Technologie ein. Das funktioniert nämlich nur dann, wenn um die Strafzahlungen, die jetzt ab 2020 Opel drohen pro Fahrzeug, denn die gesamte Flotte wieder in, die, ich sag mal, in einen Rahmen zu bringen, der den europäischen Vorstellungen entspricht. Und ich sage es mal ausdrücklich, ich erwarte auch von einer neuen Bundesregierung, aber auch von einem hessischen Wirtschaftsminister, dass man sich in eine Diskussion in Europa einschaltet,
wenn es um eine Schlüsselindustrie in Deutschland, und das ist die Automobilindustrie, soweit Entscheidungen getroffen werden, dass sie in dem Grundsatz gefährdet wird, meine Damen und Herren, dann muss eine Regierung handeln, egal in Berlin oder in Wiesbaden. Meine Damen und Herren, wer PSA richtig verstanden hat, dann heißt es am Ende auch, dass der Standort in Rüsselsheim, aber auch andere Standorte, die in Deutschland noch da sind, dass dort 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze zumindest einmal in Gefahr sind. Wir hoffen, dass Opel mit PSA wieder richtig in die Spur kommt. Aber, meine Damen und Herren, bis 2020 müsste der Durchschnittsverbrauch der gesamten Fahrzeugflotte um 30% reduziert werden, und weil das ja nie etwas mit Ihren politischen Entscheidungen zu tun hat. Das Schlechtreden des CO2-freundlichen Diesels wird das Erreichen dieses Ziels noch schwieriger machen. Und am 8. November dieses Jahres, also einen Tag vor Bekanntgabe des Opel-Sanierungsplans, verkündet die EU neue CO2-Grenzwerte für die Zeit ab 2025 und 2030. Meine Damen und Herren, der zuverlässige Kraftstoffverbrauch wird noch einmal um 30% gekürzt. Im Klartext heißt das übersetzt, dann dürfen Autos nur noch 2 bis 3 Liter Benzin oder Diesel verbrauchen. Meine Damen und Herren, wie das technisch und wirtschaftlich realisiert werden kann, wo auch noch gar keine Ladeinfrastruktur z.B. für Elektromobilität vorhanden ist, die Sie ja immer propagieren, wo die Kunden diese Fahrzeuge auch nicht annehmen, ist vollkommen unklar. Das Problem beim Verbrennungsmotor ist nicht, meine Damen und Herren, ist nicht der Motor, sondern am Ende der Kraftstoff, der dort verbrannt wird. Aus Sicht der Freien Demokraten sollte es technologieoffen sein. Wir wollen Alternativen prüfen. Warum nicht einmal über synthetische Kraftstoffe nachdenken, meine Damen und Herren? Es passt ein bisschen in diese sehr aufgeregte Diskussion um den Klimaschutz, dass dort hier grundlegend falsche Entscheidungen getroffen werden. Und ich erwarte von einem hessischen Wirtschaftsminister, dass er in Berlin auch klarmacht, wo unsere Schlüsselindustrien in Hessen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes spricht zu uns Frau Kollegin Karin Müller von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bis vor zur Rede von Herrn Lenders dachte ich, ja, dass wir den Abschluss der Aktuellen Stunden hier in Einigkeit und mit Optimismus begehen könnten. Aber da habe ich mich leider getäuscht. Aber man muss ja sagen, bisher hat uns Opel immer geeint. Wir haben uns in 2009 mit dem Thema Opel sehr intensiv beschäftigt. Frau Bächle-Scholz hat es gesagt, es gab eine Sondersitzung des Landtags an dem Pfingstsonntag. Das Land hat 448 Millionen € an Bürgschaft bereitgestellt, dem wir alle zugestimmt haben, um den Standort hier zu retten, im Sinne des Standorts für die Beschäftigten und für das Unternehmen, um langfristig die Arbeitsplätze zu sichern. Da waren wir uns immer alle einig. Und Anfang des Jahres waren wir noch sehr pessimistisch durch die Übernahme von PSA und bangten wieder um den Standort. Ich glaube aber, mit dem jetzt vorgelegten Sanierungsplan, der nach 100 Tagen vorgelegt wurde, können wir durchaus optimistisch in die Zukunft blicken. Denn PSA hat verkündet, dass der CO2-Ausstoß sukzessive abgebaut werden soll und dass bis 2024 auch alle Modelle mit Elektromotoren zur Verfügung stehen sollen. Ich finde, das ist eine positive Nachricht, denn die Automobilunternehmen erkennen unisono, dass der Weg die Elektromobilität ist. Auch der Standort Nordhessen wird jetzt gestärkt, 1,2 Milliarden €, auch das wurde schon gesagt, in den Standort. VW will Weltmarktführer im Bereich der Elektromobilität werden. Ich finde, das ist eine gute Nachricht für die hessischen Standorte. Und natürlich gehen auch wir technologieoffen heran, aber die Elektromobilität, der Elektromotor steht zur Verfügung. Und deswegen müssen wir da jetzt massiv einsteigen und in den anderen Bereichen, synthetische Kraftstoffe, Brennstoffzellen, alles Mögliche, weiter forschen. Aber serienmäßig, glaube ich, ist es der Elektromotor. Und das hat auch PSA erkannt und investiert in diese Zukunft.
Und Sie haben auch erkannt, dass das Know-how der Beschäftigten und der Ingenieure sehr wichtig ist, um die Beschäftigungsgarantie zu gewährleisten für alle. Auch nach 2018 werden keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen, und ein globales Kompetenzzentrum soll aufgebaut werden. Also, die Zukunft der Mobilität und auch der Automobilindustrie ist die intelligente und vernetzte Mobilität mit guten Produkten. Das wird Opel leisten, das hoffen wir. Und wenn Opel zur Premium-Marke wirkt, machen wir uns auch um den Standort und die Beschäftigten keine Sorgen mehr. Opel war ja schon immer weitsichtig und erfolgreich. Am Anfang wurden 5 Jahrzehnte Fahrräder gebaut. Adam Opel hat den Satz geprägt, bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so ähnlich verbunden wie beim Fahrrad. Wir feiern jetzt 200 Jahre Fahrrad. Und wenn wir in 200 Jahren 200 Jahre Elektromobilität bei Opel feiern, dann finde ich, ist das ein guter Erfolg für den Standort. Und ich habe hier ein Plakat mitgebracht. Opel, feine Marke, jetzt und hoffentlich auch in 100 Jahren. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als der PSA-Chef seinen Sanierungsplan vorgestellt hat, ist uns, glaube ich, allen ein Stein vom Herzen gefallen. Noch einmal davongekommen war so ein Gefühl, das sicher viele hatten. Aber mehr ist es im Moment auch noch nicht, wie noch einmal davongekommen. Wie viele andere Firmen auch, stellt Opel Produkte her, die wir zur Mobilität brauchen. Damit stehen sie in Konkurrenz zu VW, Toyota, Tesla, Daimler und Co., aber auch zu Bussen und Bahnen, der Hessischen Verkehrsverbünde und Konzernen wie Siemens. Was die Produktion von Autos angeht, haben wir seit Jahren eine Überkapazität. Der Markt ist hart umkämpft. Und wir LINKE sorgen uns um jeden Arbeitsplatz, während wir gleichzeitig wissen, dass dauerhaftes Wachstum, immer größere Autos und zunehmender Individualverkehr keine Zukunft haben, wenn mit Klimaschutz und Verkehrswende ernst gemacht werden soll. Wenn Sie für den Erhalt der Forschungs- und Produktionsstätten in Hessen eintreten, muss dem Management von PSA, Opel oder VW, aber auch der Hessischen Landesregierung eins klar sein. Als Autokonzern reicht es heute nicht mehr aus, nur Autos zu bauen. Wer zukünftig erfolgreich sein will, muss als Dienstleister ganze Mobilitätskonzepte anbieten, in denen die Hardware E-Auto nur ein Bestandteil ist. Die Konzerne müssen ihre Strategien an der Entwicklung der Mobilitätsbedürfnisse der Menschen und Anforderungen an eine zu verändernde Mobilität in Zeiten des Klimawandels und knapper Ressourcen ausrichten. Spätestens an dieser Stelle kommt die Politik ins Geschäft. Der Klimaschutz sowie der übermäßige Ressourcenverbrauch erfordert eine andere Mobilität. Für die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors braucht Opel sein Entwicklungszentrum nicht mehr. Wenn wir den Klimawandel, die Pariser Klimaschutzvereinbarung und das Kanzlerinnenstatement zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft ernst nehmen, ist das Ende der fossilen Verbrennungsmotoren absehbar. Dieser Prozess muss jetzt eingeleitet werden. Das ist vor allem Aufgabe der Politik, nicht der Autobauer, die gern mit ihrer etablierten Technik weiter Geld verdienen möchten. Es ist die Aufgabe der Politik, den gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen über die Zukunft unserer Mobilität anzuschieben und zu modernisieren. Konzernmanagement, die Belegschaft von Opel, die Gewerkschaften oder die kommunalen Stadtwerke sind dabei einige Akteure unter vielen. Wir, die Politikerinnen, sind aufgefordert, auf die Spielregeln zu achten. Die Grenzen der Belastbarkeit unserer Umwelt verlangen von uns, ökologische Leitplanken für die Mobilität zu setzen. Die sozialen Erfordernisse verlangen, für gute Arbeits- und Einkommensbedingungen und für die Beschäftigten zu sorgen und Standorte nicht gegeneinander auszuspielen. Der Gesundheitsschutz verlangt, den Ausstoß von Schadgasen zu reduzieren, und für die soziale Gerechtigkeit darf Mobilität nicht zum teuren Luxusartikel werden. Kurz,
Unser Job ist, eine Verkehrswende einzuleiten und dafür die sozialen und ökologischen Leitplanken aufzustellen. Aber noch nicht einmal das Wort Verkehrswende hat es in den schwarz-grünen Koalitionsvertrag geschafft, geschweige denn in die Inhalte. Teil des Sanierungsplans der Tochter des französischen PSA-Konzerns ist die schnelle Einführung von Elektromodellen bis 2020. Aus bekannten Gründen ist Opel nicht gerade der Exportweltmeister. Der heimische Markt ist also besonders wichtig. Ohne Ladeinfrastruktur wird aber niemand E-Autos kaufen. Es ist ja schön, dass die Landesregierung an einigen Gebäuden Steckdosen installieren lässt und die wenigen Ladestationen in Hessen in einer Karte darstellt. Das ist aber keine sozial-ökologische Verkehrswende und wird weder Pendler oder Handwerker zum Umsteigen auf E-Autos verleiten. Opel hat geliefert. Jetzt muss die Politik liefern. Die Aktivitäten der Landesregierung sind aber eher kläglich. Was in diesem Fall was wir brauchen, ist ein verlässlicher Plan, wie wir in den kommenden Jahren zu einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur kommen. Das, Herr Minister, schafft Sicherheit für die Investitionen und die Arbeitsplätze. Für Nordhessen hätten wir da einen Vorschlag. Anstelle weiterhin Geld in einen so nicht benötigten Flughafen zu verpulvern, sollte die Landesregierung mit diesen Millionen die Ladeinfrastruktur aufbauen. In wenigen Jahren hätte Nordhessen das beste Ladenetz in ganz Deutschland. Dann wäre Hessen mal richtig vorn. In spätestens 3 Jahren muss bei Opel neu investiert werden, sonst wird es dunkel. Verantwortlich handeln heißt an dieser Stelle Konversion frühzeitig einleiten, soziale und ökologische Belange, Arbeitsplätze, Wirtschaft und Klimaschutz zusammenzubringen. Die hessische Landesregierung versagt hier. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Mein letzter Satz, Herr Präsident. Sie ist leider eher Teil des Problems als der Lösung. Nun hat sich zu Wort gemeldet für die Landesregierung Herr Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Schott, die Landesregierung ist für vieles verantwortlich, aber sie ist wirklich nicht an allem schuld. Und ja, doch, ist eine Neuigkeit, echte Neuigkeit für die Fraktion Die Linke. Aber ich will es vielleicht mal zurück zu Opel und was da gerade passiert. Und ich will das aus Sicht der Landesregierung auch durchaus mal kommentieren. Was Michael Loescheller und Carlos Tavares am 9.11. der Öffentlichkeit vorgestellt haben, das gibt in der Tat Anlass zur Hoffnung. Und ich will mal die aus unserer Sicht drei wichtigsten Aussagen benennen. Erstens, keine Werksschließung. Zweitens, Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen. Und drittens, vielleicht für die Zukunft das Allerwichtigste, neue Opel-Fahrzeuge sollen in Rüsselsheim entwickelt werden, weil die Zukunft dieser Marke steht und fällt mit der Frage, ob es dieses Entwicklungszentrum dort weiter gibt oder nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist das eine Chance für die Zukunft. Ich will aber ausdrücklich hinzufügen, niemand soll sich da etwas vormachen. Opel muss in vielerlei Hinsicht effektiver werden. In vielerlei Hinsicht. Was die Antriebe angeht, Herr Lenders, muss Opel effektiver werden. Es muss aber auch, was die Kosten angeht, mehr Effektivität rein. Und das wird natürlich auch Veränderungen und teilweise auch Zumutungen für die Belegschaft bedeuten. Da soll sich niemand etwas vormachen. Mir hat neulich einer, der es wissen muss, gesagt, die Leute bei Opel denken langsam, sie seien unverwundbar. Weil wer seit 1999 kein einziges Jahr Gewinn gemacht hat und immer noch existiert, der denkt irgendwie, es würde immer so weitergehen. Aber am Ende des Tages muss eine Firma irgendwann mal wieder einen positiven Ergebnisbeitrag erwirtschaften. Sonst wird es schwer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, es ist eine Chance, aber diese Chance muss jetzt auch genutzt werden. Ich habe das Entwicklungszentrum angesprochen. Warum ist das Entwicklungszentrum aus unserer Sicht so wichtig? Weil auch die Zukunftsfähigkeit einer Marke mit der Kompetenz einhergehen muss, ein Fahrzeug von Grund auf zu entwickeln. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung, Herr Kollege Lenders, weil Sie haben die Antriebe angesprochen.
Opel muss auch bei neuen Antrieben auf der Höhe der Entwicklung bleiben. Jetzt haben Sie zu Recht die Gefahr angesprochen, dass Opel Strafzahlungen leisten muss, wenn die CO2-Grenzwerte nicht eingehalten werden. Aber ich sage Ihnen, eigentlich aus meiner Sicht wird andersherum ein Schuh daraus. Wenn es viele Hersteller gibt, die diese Werte einhalten können und Opel nicht, dann muss Opel eigentlich bei der Transformation schneller werden. Und es ist nichts damit gewonnen, wenn man dann sozusagen die Grenzwerte nicht mehr gelten lässt. Das ist am Ende des Tages eine der wichtigen Aufgaben, die aus meiner Sicht vor Opel stehen, weil die Transformation ist im vollen Gange. Es sind die Investitionen von VW angesprochen worden in die Elektromobilität. Es wird dort den Versuch geben, wirklich eigene Kompetenz in diesen Bereichen wieder zu erwerben, teilweise Produktion zurückzuholen, die bisher, was Batterien angeht, vor allem in Asien ist. Und wer an dieser Stelle nicht mithalten kann, der kriegt auf lange Sicht ein Problem. Also meine Antwort darauf wäre nicht, zu sagen, wenn man keine zukunftsfähigen Technologien hat, dass man die alten noch länger benutzt, sondern dass man sich mehr anstrengen muss, genau diese zukunftsfähigen Technologien zu entwickeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da gibt es aber auch gute Nachrichten. Weil Herr Loschöller hat nämlich auch am 9.11. gesagt, dass sein Ziel ist, Frau Bächle-Scholz hat es angesprochen, bis 2024 jedes Opel-Modell, ich wiederhole, jedes Opel-Modell auch elektrisch oder teilelektrisch anbieten zu können. Und das zeigt mir, dass dort klar geworden ist, dass die Firma wirklich die Herausforderungen der Zukunft annehmen möchte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche an dieser Stelle viel Glück. Und letzter Punkt. Natürlich wissen wir um die Bedeutung von Opel. Opel in Rüsselsheim, aber eben für den gesamten südhessischen Industriestandort. Denken Sie an die vielen Zulieferer, denken Sie an die Dienstleister, denken Sie an die weiteren Arbeitsplätze im weiteren Umfeld. Wir wollen, dass Opel erfolgreich wird. Wir sind auch zuversichtlich, dass Opel im Verbund mit PSA die Kehrtwende schaffen kann. Es muss wieder ein profitables, wettbewerbsfähiges Unternehmen werden und vor allem nun in eine stabile Entwicklung kommen, die von Kontinuität gekennzeichnet ist. Das ist der Punkt. Opel braucht Stabilität. Und das wird am Ende des Tages entscheidend sein über die Frage, ob da etwas hinauskommt. Aber ich will auch aus der Herr Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Letzter Satz, Herr Präsident. Ich will aus der heutigen FAZ nur berichten, dass die Internationalisierungsstrategie offensichtlich jetzt Fahrt aufnimmt. Die Überschrift heute ist, Opel findet neuen Partner in Südafrika. Ein Teil des Problems war ja, dass man eben nur auf einen Markt beschränkt war durch GM. Und ich will an dieser Stelle sagen, ich wünsche der Firma, dass sie wirklich aus dieser Chance, vielleicht ist es die letzte Chance, aber es ist wirklich eine Chance, jetzt etwas macht und dass das erfolgreich ist und dass wir am Ende in ein paar Jahren sagen, was für ein Glück, dass an dieser Stelle die Umkehr gelungen ist und es endlich mal wieder richtig gute Nachrichten aus Rüsselsheim geht. Es wäre den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Firma zu wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für das Protokoll stelle ich noch fest, dass Herr Kollege Schäfer-Gümbel für die Nachmittagssitzung entschuldigt ist. Wir setzen dann nach der Mittagspause fort mit dem Setzpunkt der FDP, danach mit dem Setzpunkt der GRÜNEN. So ist es vereinbart. Und wir treffen uns wieder nach der Mittagspause, in die wir jetzt eintreten, um 14.45 Uhr. Gute Zeit.